Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange. Ja, ich musste nochmal das Gespräch mit Hayden führen und ich hoffe, ich habe keine andere Antwort gegeben als im Part davor. Ja. Sprechen wir mal mit Brooke, beziehungsweise sehen Sie sich mal an. Drohne? Habe ich doch eben irgendwo hier rumfliegen sehen, oder? Wo? Wo? Guckt sie nicht da irgendwie gerade? Ah, sie ist weg, okay. Sprechen! Hi, Brooke. Let me guess. You wanna fly my drone? Ja. I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Oh, come on. Ich will. Sorry, Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. Was eine blöde Kuh. Ansehen. Ansehen. I'm almost sure Warren has the same bag. It looks a bit nerdy, though. What a complicated name for such a tiny drone. Highfly B400 Evo. Oh, yeah. Das ist... Okay. Hat's jetzt Nein, warte mal, welches Zeichen war das? Dass irgendwer mit mir sprechen wollte? Oder warte mal, ich spreche nochmal mit Brooke. Sorry, Max. Nee. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. Suchen. Warte, wo war das? Nein, Nein, Welcher Knopf war das? Ah! Ah! Tab, okay. Hier waren wir stehen geblieben, ne? Waren wir? Kleinstädte, perfekt. Ja. Oder? Aber wir hatten noch 8 Seiten, oder? Oder? Ich bin der Meinung, ja, ich lese es trotzdem nochmal vor. 1. Oktober. Oktober, mein Lieblingsmonat, das beste Wetter des Jahres. Ich liebe den Farbwechsel der Blätter und wie sie zu kleinen Flammen werden. Es ist immer noch zu heiß. Danke, globale Erwärmung. Und ich kann Pullover und Gruselfilme noch nicht auspacken. Bald. Kate hat mir... Doch, das hatten wir vorgelesen. Jetzt weiß ich es wieder. Alles klar. Sith does not exist. Exist. 7. Oktober. Das wird der merkwürdigste Eintrag aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es begann mit dem lebhaftesten Traum meines Lebens. Ich lief mitten in einem Sturm zum Leuchtturm, bis ich zur Klippe kam. Da sah ich einen riesigen Tornado auf Acadia Bay zusteuern. Es war so echt, dass ich den Regen auf meinem Gesicht fühlte und die Hosen voll hatte. Dann wurde ein Boot in den Leuchtturm geschleudert und ich dachte, ich sterbe. Aufgewacht bin ich in Jeffersons Stunde. Dabei hatte ich nicht einmal geschlafen. Wäre fast vom Stuhl gefallen. Er hat mich was gefragt und ich habe total versagt. Victoria hat mich natürlich noch dümmer aussehen lassen. So ist, sie ist so fies. Dann war ich zu feige, ein Foto für den Helden des Tages, Alltagswettbewerb einzureichen, während Victoria sich bei Jefferson einschleimte. Er ist so cool und will, dass ich Erfolg habe. Ich muss mal eben, glaube ich, mein Dings ein bisschen lauter stellen. Ein wenig lauter. Moment, und ich glaube, ich muss noch eine kleine Sache ändern. Das ändern. Und ich... ich hatte nämlich eben ein bisschen rumprobiert an meinen Soundeinstellungen etc. Deswegen ist das jetzt ein bisschen alles verschoben, aber naja. Nächste Seite. Ich fühlte mich so beschissen. Ich wollte bloß auf der Toilette allein sein und mein Gesicht waschen. Nach diesem Albtraum im Bad sah ich diesen wunderschönen blauen Schmetterling hereinfliegen. Und als ich in der Ecke ein Foto von ihm machte, kam Mason Prescott rein und führte wirre Monologe. Ich versteckte mich und dann kam diese Punkerin rein und sie stritten sich über Drogen. Dann zog Nathan allen Ernstes eine Waffe und erschoss sie. Hier wird es merkwürdig. Als er abdrückte...
kam ich aus der Ecke und streckte aus irgendeinem blöden Grund meine Hand aus, als könnte ich die Kugel aufhalten. Plötzlich fühlte ich die Veränderung in der Welt um mich und Druck auf meinem Kopf. Alles schien rückwärts zu laufen und ich war wieder an meinem Tisch. Ich dachte, mir wären Drogen untergejubelt worden, bis ich mich beruhigte. Im Unterricht lief alles wie vorher. Täglich grüßt das Murmeltier. Irgendwie konnte ich die Zeit zurückdrehen. Einen Nervenzusammenbruch konnte ich nur verhindern, indem ich ausprobierte, ob ich diesmal das Mädchen von Nathan retten könnte. Kein Plan wie. Ich wusste nur, dass ich nicht mit mir leben können würde, wenn ich sie wieder sterben ließe. Diesmal konnte ich Jefferson mit den richtigen Antworten auf all seine Fragen entkommen und aufs Klo eilen. Ich versteckte mich wieder und konnte es kaum glauben, als Nathan auftauchte und wieder durchdrehte. Dann kam das Mädchen wieder aufs Klo und bevor Nathan sie erschießen konnte, löste ich den Feueralarm aus und verscheuchte sie beide. Sieg. Bis ich vom Sicherheitschef David Metzen, der sich für Chuck Norris Blackwell Ranger hält, ausgefragt wurde. Nathan Prescott hätte fast ein Mädchen getötet, aber das Problem bin ich. Ich war so froh, als Direktor Wells einschritt und David verscheuchte. Ich traf die womöglich fatale Entscheidung, Direktor Wells zu sagen, dass Nathan im Klo mit seiner Waffe herumgefuchtelt hatte. Ich wollte aber das Mädchen oder meine Zeitreise nicht erwähnen, aus offensichtlichen Gründen. Er glaubte mir nicht und schaffte es fast, dass ich mich schlecht dafür fühlte, ihm erzählt zu haben, dass Blackwells allergrößter Wichtigtour Waffen besitzt. Ich konnte ihm nicht sagen, dass er in der vorherigen Zeitschiene ein Mädchen umgebracht hatte. Not all those who wander are lost. Alles klar. Tschu-tschu! Alles klar. Einfach mal. Packe die Schule gerade ab? Ja, ne? Okay. Mein Schultag hatte also mit einem apokalyptischen Traum begonnen und endete damit, dass ich ein Leben rettete und entdeckte, dass ich die Zeit zurückdrehen kann. Besser geht's nicht. Das könntest du sogar wirklich haben. Bei Nathan hatten wir. Hey, Nathan? Hatten wir noch nicht, ne? Nee. Ich dachte, Victoria Chase wäre mein größtes soziales Problem. Jetzt muss ich mich auch noch mit Nathan Prescott herumschlagen. Ich denke, er hat meine verrückte Zeitreisekraft ausgelöst, als er das Mädchen im WC erschossen hat. Er ist 19 und bereits ein furchterregender Scheißkerl. Ich denke, ich habe einen kleinen Vorteil gegenüber Nathan mit meinen Zeitreisen, aber wenn er mich erschießt, kann ich auch nichts mehr ändern. Ich muss aufpassen, wenn er in der Nähe ist, besonders weil er Freunde in wichtigen Positionen hat. Der Name seiner Familie steht quasi auf jedem Gebäude in Blackwell. Sein Geld gegen meins. Nathan tut mir schon leid. Er scheint sich nicht unter Kontrolle zu haben. Als hätte er Drogen oder zu viele Medikamente genommen. Andererseits ist er ein Arsch, den niemand zur Rechenschaft zieht. Und er hat fast, nur fast, ein Mädchen auf dem Campus getötet. Soll ich direkt zur Polizei gehen? Was soll ich zu meiner Zeitreise sagen? Gar nichts. Ich muss ab jetzt Augen im Hinterkopf haben. Okay, dann David. Ich sehe es kommen, das wird wieder nur eine Lesefolge. Wow, der Wachmann ist das größte Arschloch hier. Er will und das will was heißen. Er tut so, als habe jeder ein Verbrechen begangen oder stehe kurz davor, eins zu begehen. Er hat mich heute im Flur ausgefragt und ich dachte, er verhaftet mich. Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich habe gehört, er wurde aus der Armee geworfen oder so. Natürlich wird er als Sicherheitschef an der Blackwell Academy eingestellt. Man sollte sich doch sicher auf dem Campus fühlen oder etwa nicht. Dieser Idiot stolziert überall mit seiner Marke und Knarre rum, als wollte er den Elektroschocker zücken. Er würde aber ein gutes Porträt für Autorität liefern. Wer heiratet so einen Typen? Seine Familie tut mir leid. Muss sein, als lebe man in einer Kaserne. Grusel. Noch einer, dem ich aus dem Weg gehen sollte in Blackwell. Muss sie alle sammeln. Gonna get them all. Ja. Ich weiß nicht, was Direktor Wells Problem ist. Er scheint mir stets zu misstrauen. Wer hätte gedacht, dass ich solchen Ärger bereite? Er wollte wissen, warum ich Löcher in die Luft starre. Ich stotterte wie ein Trottel. Er hat so viel Macht über mein Stipendium, dass er mich mega nervös macht. Ich habe ihn mit anderen Lehrern und Schülern lachen sehen. Also weiß ich, dass er ein Problem mit mir hat. Er schien etwas gestresst, aber das war ich auch, wenn ich Blackwell und das ganze Theater beaufsichtigen müsste. Sein Atem roch nach Alkohol, aber das könnte auch sein Eau de Cologne gewesen sein, oder? Bei meinem ersten Besuch in seinem Büro war er so nett und gab mir das Gefühl, Teil einer besonderen Welt zu werden. Er meinte, er hofft,
Ich werde mal eine großartige Fotografin und erwidere Blackwell den Gefallen. Das halte ich für Wunschdenken, aber es hat sich gut angefühlt. Ich darf nur nicht weiter auffallen, bis ich sein Vertrauen gewonnen habe. You're not the boss of me. Okay. Ich glaube, das war's jetzt aber erstmal. Neue SMS haben wir auch nicht. Alles klar. Dann können wir jetzt erstmal... Können wir mit den beiden reden? Warren. Hä? Was? Was? Hä? Warren, ja. Okay, Moment. Ignoriere diese Nachricht nicht. Ja, da. Kannst du einen Stick mitbringen? Brauche Info und Platz. Hallo? Sorry, bin... Verrückter Tag. Ich sehe dich auf dem Parkplatz. Bin cool. Wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit. Bis gleich. Hoffentlich. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Echt jetzt? Tab, um dein Tagebuch zu öffnen. Ja. Ziel, ich muss Warrens USB-Stick aus meinem Zimmer holen. Alles klar. Okay. Wenn ich jetzt wüsste, wo mein Zimmer ist, dann wäre das ganz nice. Mit dem kann ich nicht reden, okay. Plakat, Plakat, Plakat. Swimmingpool. Erstmal Plakat ansehen, okay. And this is where the otters perform their aquatic magic. Otter power? I'm so not there. Außer für das Otter-Schwimmteam. Otter sind flotter. Kannst du zum Sieg schwimmen? 6. bis 8. September, 14 Uhr. Werde Mitglied eines der besten Highschool-Schwimmteams der Nation. Okay, nein. They sure get a lot of mileage out of otter power. Otter sind flotter. Ja, dieser Spruch. Ich meine, er ist nice. Er bleibt im Kopf. Aber ich glaube, auf Dauer wird er mich auch abwacken. Der nächsten Poster. Posters over posters? Somebody really wants to find Rachel Amber. Kann ich verstehen, wenn ich jemanden vermissen würde? This poster has stopped millions of bullies. Zu viele Informationen, Leben in der Gegenwart, Multitasking beschäftigt sein, deinen Geist, nicht deine Seele. Soziale Medien sind kein Ersatz für Realität. Besuche das Buddhismuszentrum 380 Schrader Road, Acadia Bay, Oregon. Stoppt das Mobbing. Niemand, der mobbt, hält sich für einen schlechten Menschen. Denkt nach, bevor du handelst. Wenn du Gefahr läufst, jemanden zu mobben, besuche www.bullyforyou.or. Wir stehen hinter dir. Bibelkreis, auf der Suche nach Christen. Naja, das lese ich jetzt nicht weiter vor. Warren's waiting for me and his flash drive in the parking lot, so I better get back to my dorm. Okay, also muss ich hier lang. Ah, hier ist der Parkplatz. Now I have to go back to the dorm. Ja. This day never ends. Oh, Baum. Ich kann mich dir... Okay, ich kann mich an den Baum setzen. Oh, Mann, ey. Ist meine Mausgeschwindigkeit so schnell? Holy moly. Da ist die Drohne. Bekomme ich... Kann ich hier runtergehen? Obviously can't go there. Warum nicht? Kann ich mit reden? Nein. Aber ich kann mit Justin reden. There's Justin and his skater posse. There's so Justin. Check out the Max. Come to thrash? Ja. Oh yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. We're done talking. You're too sketchy. Hier hatte ich mit... Okay. Ah! Oh! Ah! Oh. Das hätte ich vorhin... But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah. I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see?
Ich will Nose Slide. I'd love to see a nose slide. Let's get Trevor all over that action. So, ich will jetzt aber trotzdem nochmal zurückspulen. Und zwar weiter. Habe ich jetzt zurückgespult? Hey, wo ist wohl? Oh Mann, ich will doch nur. Ja. So, und jetzt kann ich doch mit ihr sprechen, oder? Hi, Brooke. That looks like a high fly drone. Ah. Model B400 EVO. Now that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Oh, wie cool! Achso, ich mach gar nichts. Hätte ich mir vielleicht alles nochmal anschauen sollen, was sie... Okay. Ist jetzt doof. Muss ich jetzt übrigens nochmal mit dem Boy da hinten reden? Ich habe immer noch das Ziel mit Warren. Alles klar. Ah, erstmal das hier nochmal angucken. Ich gibt's ja echt irgendwie... I've never seen so many missing persons posters for the same person. I could go for a burger now. Oh ja, das wäre jetzt geil, ey. Der Suche nach Magie und Abenteuer wirft den 20-seitigen Würfel. Schließe dich der Spielgruppe der Blackwell-Wissenschaftler an, jeden Mittwoch im Wissenschaftssaal, 15.15 Uhr. Spiel der Woche wird noch angekündigt. Basiswissen zu Spielregeln und Etiketten erwünscht. Cosplay und Mädchen willkommen. Hungrig, das Two Whales Dinner, der beste Burger Oregons. Yeah. Hier muss ich jetzt nochmal mit ihm sprechen? Yo, Justin. Check out ja, the muss bag. Ich. I came to know Sly. Hatten wir schon. Oh, sick. Nah, I just... Oh, check it. We're gonna... Ich will jetzt den Tree Flip sehen. Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Ja, das ist doch mal was Schönes. You can watch us destroy these rails. Yo, Trevor. Das sah... Ah, das gibt ein Foto. Ist ja cool. Hab ich das? Ja! Alles klar. Und sogar ein Achievement habe ich bekommen. Das ist nice. Schon nice. Irgendwie. Stella. Hallo, Stella. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Ich denke auch. I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell Hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Eigentlich bin ich ja nicht für sowas. No way. You can get him so busted. And he's not going to mess around with a student. That's what you think. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel.
Alles klar, kann ich noch mit dir reden? I'd like to study this photo, if you don't mind. Alles klar. Reden wir nochmal mit Miss Grant. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Klar. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Alles klar. Rockwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul. But this petition isn't about her. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Ja, klar. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Ja, nice. Die Tat wird Konsequenzen haben. Alles klar. Und Konsequenzen klingt immer so böse, ne? Mr. Jefferson has such a gift for different styles. Das sieht irgendwie richtig nice aus. So, werde ich hier unten. Haben wir noch die Möglichkeit, mit irgendwem zu sprechen? Jetzt würde ich dann diesen Part über noch komplett durchziehen. Würde ich jetzt mal sagen. That's one of his famous shots. I love how it captures the moment. Daniel! What's up, Daniel? Daniel. Oh, hi, Max. Could I, ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Klar. Warum nicht? I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Okay, why don't you start drawing me, even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Oh, that's a good posture. Good. Good. Alles klar. Best portrait ever. Alter. Der Boy kann zeichnen. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Reden wir nochmal mit Graffiti. Clever. Na, mit Luke, okay. Hello? Max, I don't feel like talking. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. You know him? Nicht wirklich. Not really, I've seen him around. Sounds like you know way more than that. Max, tell me.
I busted him today with a gun. What? Seriously? I saw him wave a gun around today, and I went to the principal. We'll see what happens next. You are my new hero. Finally, karma comes to Blackwell. Das wird keine Konsequenzen haben? I'm glad you told me that, Max. Let's talk later. Cool? Echt jetzt? Warum wird das keine Konsequenzen haben? Ich versteh's nicht. Manche Sachen, ne? Manche Sachen. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Sprechen wir mal mit ihm. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Steve McCurry? Unless he could travel back in time. McCurry was born 5 years after the falling soldier picture. McCurry also shoots in color. In other words, no portfolio. Dann drehen wir die Zeit zurück. Hey, Evan. Ganz easy. Let's see if you're worthy. Der da. Isn't it Robert Dornau? Oh my. You can't even tell the difference between street photography and photojournalism. No portfolio peak for you. Brechen. Leertaste. Leertaste. Robert Kappa. Kappa muss es sein. Of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My, my. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? Der Bart geht schon lange, ich weiß. I grant to many. I'd be honored, sir. Aber ja, will den Campus jetzt noch fertig kriegen irgendwie. These photos are great. Wow. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Das und das, das Bild sieht mega nice aus. Kann ich noch umblättern? Nee. Das sieht echt gut aus. Ist schon schnieke, muss ich sagen. So, und ich glaube, das war's jetzt, ne? Mit dem Campus. Hier noch irgendwo was? Nee, nee. Irgendwas Neues? Nein. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, im nächsten Part müssen wir dann, denke ich mal, da drunter. Schaut so aus. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.